Die Bayern dürfen anstoßen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Ballverlust Bayern München. Das ist eine gute Ballbesitzstatistik, die wir hier von Hannover 96 sehen. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiter hinten. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kann er flanken. Da hat er gut verteidigt. Das gibt jetzt Abstoß. Demnächst steht die UEFA Champions League auf dem Programm. Für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen den FC Villarreal. Und da ist eine interessante Partie natürlich vorprogrammiert. Waldemar Anton. Rani Khedira. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Klasse Zuspiel. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Tah Goretzka. Die Bayern mit dem Ballverlust. Felix Klaus. Waldemar Anton. Khedira. Was macht er draus? Kommt jetzt die Flanke rein? Gutes Tackling auf außen. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Ballverlust Bayern München. Gefährlich! Kann er was draus machen? Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ecke kommt. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Frühes Stören jetzt. Jetzt gibt's Einwurf. Tolisso. Kai Havertz. Goretzka. Waldemar Anton. Rani Khedira. Gieselmann. Unaufhaltsam. Ja, könnte was werden. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Waldemar Anton. Rani Khedira. Felix Klaus. Ganz energisch. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Joshua Kimmich kommt also rein. Ja, Vielseitigkeit pur. Leonardo Bittencourt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Tach bereinigt diese Situation. Kimmich. Tolisso.
Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Chance zum Konter jetzt. Was machen Sie draus? Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Kai Havertz. Gute Aktion jetzt. Ja, er wartet nicht nur vorne auf den Ball, sehr aktiv. Jetzt kann er flanken. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Korb. Waldemar Anton, Leitner, Leonardo Bittencourt, der FC Bayern wieder am Ball. Goretzka schirmt den Ball gut ab. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Guter Pass. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Ecke kommt in den 16er. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Die Ecke kommt rein. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Korb. Leitner. Khedira. Julian Korb. Ja, sie können erst mal klären. Und wieder gibt's eine Ecke. Da kommt die Ecke. Die Abwehr holt sich den Ball. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Felix Klaus, Gieselmann, Waldemar Anton, Khedira, Paulinho. Sieht gefährlich aus. So, was machen Sie draus? Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Er blockt die Hereingabe ab. Kai Havertz. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Gibt jetzt Einwurf. Gieselmann. Jetzt könnte er flanken. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Wird gleich einen Wechsel geben bei den Bayern. Tolisso. Odriozola. Chance zur Flanke jetzt. Super Tackling. Abgepfiffen, das war abseits. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Waldemar Anton.
Korb. Felix Klaus. Gute Aktion jetzt. Spielt er den Ball in den Strafraum. Und jetzt die Chance. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Goretzka. Felix Klaus. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Rani Khedira. Paulinho. Gieselmann. Waldemar Anton. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Pass mit der Hacke. Schön. Jetzt nochmal die Bayern. Timo Werner. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ja, das ist Pressing. Gieselmann. Odriozola, Ballverlust Bayern München. Pass auf außen. Einwurf, der Ball war draußen. Rani Khedira. Waldemar Anton. Korb. Gieselmann. Paulinho. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schön geklärt von Rüdiger. Lange ist nicht mehr zu spielen. Die Fans des deutschen Rekordmeisters stimmen sich schon mal auf die Siegesfeierlichkeiten ein. Ja, aber auf der FC Bayern gibt hier eine richtig gute Vorstellung ab. Das muss einen Sieg geben. So, Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Da passt er auf und hat den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Felix Klaus. Ja, schwacher Ball hier. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Sieht gefährlich aus. Jetzt hat er den Ball wieder. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Die Bayern mit dem Ballverlust. Coman. Und die Flanke. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Verteidigt da den Ballbesitz. Ta. Tolisso. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Goretzka. Tolisso. Gnabry. Da bekommt er Unterstützung. Gut den Ball verteidigt. Macht er gut. Flanke kommt weit. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Es gibt hier die Ecke. Ecke kommt. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Khedira. Ja, könnte was werden. Das könnte es sein. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ball draußen, gibt Ecke. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Jetzt kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Leitner. Korb. Waldemar Anton, Rani Khedira, Leitner, super dazwischen gegangen, klasse Zuspiel, Coman, was macht er draus? Kimmich, gefährlich, gut verteidigt hier, und da ist der Ball wieder weg. Felix Klaus. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Khedira. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Toller Pass. Paulinho. Nee, der geht nicht rein. Ah, klasse Chance. Da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Kimmich. Die Bayern wieder mit dem Ballverlust.
Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der Münchner. Korb. Jetzt wird's gefährlich. Fängt diesen Ball ab. Kimmich. Tolisso. Coman. Da haben die Bayern Platz. Timo Werner. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Odriozola. Goretzka. Timo Werner. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Den spielt er wieder zurück. Goretzka. Macht das da gut. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Tolisso. Komm an. Ball kommt in die Mitte. Schön geklärt. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Werner ist hier immer noch am Ball. Serge Gnabry. Da kommt der Schuss. Da ist das Tor. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Paulinho. Korb. Da wäre Platz auf außen. Leitner. Sieht gefährlich aus. Klasse Leistung heute. Er passt hinten auf. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Das hört man deutlich. Kimmich. Tolisso. Gnabry. Goretzka. Odriozola. So langsam wird's gefährlich. Erneuter Ballverlust der Bayern. Goretzka. Gute Aktion. Den Ball will er nicht hergeben. Da geht er dazwischen. Korb. Felix Klaus. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor doch noch. Odriozola. So ein bisschen sind wir noch zusammen. 5 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Die Bayern über die Seite jetzt. Kommt jetzt die Flanke? Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp.
Gieselmann. Paulinho. Felix Klaus. Ja, energischer Vorstoß. Da kommt er raus und hält den Ball. Ja, setzt gut den Körper ein. Waldemar Anton. Was macht er draus? Und nun ein Schuss. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Werner. Die Chance auf den Konter. Coman. Macht er gut. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Auch dieses Tackling gelingt. Gutes Spiel von ihm. Toller Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Ist es das? Also, wenn sie die Chance nicht reinmachen, Buschi, ich kann den Trainer verstehen. Er ist stinksauer. Aber woran hat es gelegen? Ich glaube, der war sich zu sicher. Leitner. Paulinho. Guter Vorstoß jetzt. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist beendet. Wie hast du Timo Werner in dieser heutigen Partie gesehen? Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Topform.